Hallo liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das Spiel Flügelschlag vor. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Einige von euch haben sich das Video gewünscht und klar, Flügelschlag spielen wir seit Wochen regelmäßig und jetzt wird es auch Zeit, dass ich euch das Spiel vorstelle, was bei Feuerland erschienen ist. Es ist für 1 bis 5 Spieler, also man kann es auch solo spielen mit einem Automat, also gibt es eine separate Übersicht, wie man das spielen kann. Es geht 40 bis 70 Minuten, steht glaube ich drauf, also eine Stunde müsst ihr etwa rechnen und das Ganze ist ab 10 Jahre. In dem Video zeige ich euch ganz kurz die Abläufe und dann gibt es ein Gameplay. Und in einem weiteren Video, da gibt es das Fazit, weil vielleicht kennen einige schon das Spiel. Die brauchen sich quasi als nur den zweiten Teil anschauen. Ihr könnt euch auch beide Teile anschauen. Aber in dem ersten Teil geht es hauptsächlich um die Abläufe und natürlich ein Gameplay. Und hier sieht man schon mal das ganze Material aufgebaut, ist also eine Menge und die Kamera, die zeigt jetzt eher jetzt auf meine Seite, weil ich das nachher euch in der Spielsequenz, wo wir zu zweit spielen, auch etwas verdeutliche, wenn ich jetzt euch die Abläufe zeige. Man sieht hier eine Vielzahl an Vogelkarten, ist ja ein Vogelsammel- und Aufbauspiel, Bonuskarten, Karten für, wenn man Solo spielt. Dann haben wir hier die Wasserstelle, da werden nachher, können wir eigentlich auch gleich machen, 3 Flügel platziert und nebendran sieht man auch den Würfelturm und das ist ein Vogelhäuschen und das Ganze lässt sich auch wieder super zusammenstecken, also einfach umkippen und der Spielschachtel verstauen. Wir sehen hier die Eier in unterschiedlicher Farbe, haben aber für das Spiel gar keine Bedeutung, die Futterplättchen und wir haben natürlich hier die 4 Runden angezeigt. Es gibt eine Vorder- und eine Rückseite, in dem Fall nehmen wir das die Seite, wo einfach ein bisschen mehr Action ist, wenn es um die Punkte geht, das heißt hier geht es um die meisten Voraussetzungen, die man hier erfüllt. Auf der Rückseite gibt es dann jeweils nur einen Punkt. Wir sehen hier den Übersichtsplan, der Wertungsblock. Gibt es auch zum Download, also wenn euch der Block leer ist, gar kein Problem. Und dann gibt es hier so einen Marker, so einen Startspielmarker. Und ja, das Wichtigste ist das Tableau, das ich vor mir liegen habe. Ich habe auch schon 2 Bonuskarten bekommen und 5 Karten, Vogelkarten. Bevor ich allerdings hier einsteige, man sieht ja hier, ich habe von jedem Futterplättchen eine, zeige ich euch das Tableau und erkläre euch anhand dieses Tableaus einfach mal die Abläufe. Man sieht hier die Spielsteine, die ich jetzt vor mir liegen habe und die Aktionen, die werden einfach hier oben angezeigt. Also wenn ihr dran seid am Zug, habt ihr einfach 4 Aktionen. Und was muss ich denn überhaupt machen? Ich habe ja gesagt, Vogel sammeln, ja in dem Fall aufbauen, weiterentwickeln mit Hilfe der Karten. Und man sieht hier einfach 3 Landschaftsbereiche, die hier dargestellt werden. Das heißt 3 Bereiche. Und im weiteren Verlauf lege ich hier verschiedene Vögel an. Die geben unterschiedliche Punkte. Die haben Besonderheiten bei der Aktivierung. Und umso weiter ich komme, umso mehr Boni bekomme ich natürlich. Und das Ganze über knackige 4 Runden. Und dann steht auch fest, nach der Wertung, wer die meisten Punkte hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe ja Karten auf der Hand. Von denen muss ich mich allerdings nachher noch trennen. Das heißt, ich kann natürlich auch alle behalten. Macht aber wenig Sinn, das werdet ihr nachher im Gameplay sehen. Und wenn ich einen Vogel ausspielen will, das heißt, ich nutze jetzt einfach die oberste Aktion, wird auch angezeigt, das heißt, ich lege in eine dieser Spalten, naja, je nach Landschaft, die natürlich hier abgebildet ist. Gleichzeitig muss ich natürlich auch die entsprechenden Futterplättchen besitzen, was hier unten immer durch die Symbole angegeben ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diesen Vogel ausspielen will, muss ich das oder das Futter abgeben, das heißt, mein Stein platziere ich dahin und lege den dann auch in die entsprechende Landschaft dann ab. So, ihr habt natürlich die Möglichkeit, das wird gerne vergessen, 2 beliebige Futterplättchen umzuwandeln in 1. Auch die Option habt ihr. Wenn zum Beispiel das Plättchen oder die Karte schon belegt wird und ihr wollt Vogelspielen hier machen, weil ihr einen Vogel unbedingt hier hinlegen wollt, legt ihr ihn hier oder hier hin, dann könnt ihr den Stein hier hinlegen, aber ihr wollt die Karte hier hinspielen, dann müsst ihr noch ein Ei abgeben, was ich jetzt im Moment nicht habe, das heißt die Aktion kann ich gar nicht ausführen. So, das ist in dem Fall schon die erste Aktionsmöglichkeit, das ist das Vogelspielen. Ja, kommen wir zur nächsten Aktion, das steht auch alles gut da. Übrigens die Steine, man sieht hier, für jeden Stein habe ich eine Aktion, die lege ich nachher auf die Seite und die schiebe ich dann immer rüber. Ihr habt die Möglichkeit, auch als zweite Aktion Futter erhalten zu machen aus dem Vogelhäuschen. Ist ja super angegeben und ihr legt den Stein auf den
auf das erste freie Feld, was hier angegeben ist. Und hier nehmt ihr euch einfach einen Futterstein bzw. einen Würfel, legt ihr raus und dann nehmt ihr euch das entsprechende Futterplättchen. Ja, sind hier in dem Fall gleiche Symbole oder Einwürfel nur noch da, dann könnt ihr die Würfel auch wieder reinwerfen. Das werdet ihr aber je nachdem auch nachher in der Gameplay-Sequenz sehen. Liegt hier zum Beispiel ein Vogel aus und ihr platziert es hier drauf, dann bekommt ihr natürlich auch hier einen Futterstein, also ein Futterplättchen, und legt den Würfel raus. Ihr habt optional noch die Möglichkeit, eine dieser Karten, die ihr auf der Hand habt, abzuwerfen und nehmt euch gleich ein weiteres Futterplättchen. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Immer wenn ihr hier ganz rechts platziert habt, also immer bei der jeweiligen Aktion, dann wird der Stein um 1 weitergezogen und dann kommt je nachdem eine Aktivierung zum Tragen. Das heißt, ihr führt das aus, was hier angegeben ist, und dann geht es weiter. Ihr bekommt also je nach Vogel noch weitere Boni im Verlauf der Partie, die ihr natürlich nutzen könnt. Dann gehen wir zur dritten Aktion. Ihr merkt, so schwer ist das Ganze gar nicht. Da geht es um Eierlegen. Ja, ich habe ja hier gar keine Karte. Das heißt, ich gehe hier drauf und nehme mir dann einfach 2 Eier. Liegt hier noch ein Vogel, natürlich nicht der, weil er eine andere Landschaft hat, aber liegt hier zum Beispiel dieser Vogel. Und ich nutze die Aktion, muss ich natürlich wie immer ganz weit drüben hinlegen, also immer auf das erste freie Feld. Und hier bekomme ich auch 2 Eier. Aber ich habe hier noch die Möglichkeit, ein Futterplättchen abzugeben, bekomme ein Ei. Und was mache ich anschließend? Genau, ich gehe hier drauf, führe je nachdem die Aktivierung auf. Ihr seht, das hat nicht jeder Vogel, und gehe dann einen Schritt weiter. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die nächste Aktion und dann habe ich eigentlich schon fast alles gesagt. Das ist hier Vogelkarten ziehen. Auch gar nicht schwer. Man sieht hier, es liegen Vogelkarten hier aus. Es liegen auch welche auf dem Nachziehstapel aus. Ja, nehmen wir an, hier liegt gar keine Karte. Ihr ahnt schon, ihr zieht natürlich eine Karte vom offenen oder verdeckten Stapel. Und umso weiter ihr rüberkommt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, mehrere Karten zu ziehen. Und man sieht hier, ihr bekommt hier mehrere Eier. Und ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, mehrere Futterplättchen zu nehmen. Weil Futterplättchen braucht ihr, um Vögel auszuspielen. Eier benötigt ihr je nach Wertung, beziehungsweise hier oben, um Vögel zu spielen. Und Karten sind generell wichtig, weil ihr braucht natürlich einige Karten, um die natürlich auch auf eurem Tableau zu platzieren. Aber keine Sorge, ihr bekommt nie das ganze Tableau voll. Das Ganze geht ja auch nur 4 Runden. So, das waren in dem Fall die Karten bzw. ja, die Option, die Abläufe wirklich im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu schnell, aber ich möchte euch einen Überblick geben, weil im Anschluss folgt gleich die Gameplay-Sequenz. Ihr seht hier die Rundenanzahl und das sind einfach beliebige Plättchen. Es kommen auch welche heraus. Die werden einfach zufällig platziert. Und ihr seht hier, in der ersten Runde geht es jetzt darum, wer die meisten Vögel praktisch in diesen Wäldern hat, also in dem oberen Bereich, der bekommt 4 Punkte. Selbst wenn ich gar keine Vögel habe, muss ich am Ende der Runde auf jeden Fall einen Stein auf 0 platzieren. Was bedeutet, ich habe in der nächsten Runde nur noch 7 Aktionen zur Verfügung. Und in der nächsten Runde geht es dann darum, wer die meisten Eier hat, nehme an, das habe ich. Dann bekomme ich also 5 Siegpunkte, und zwar die Eier in dieser Nestart. Und was bedeutet das? Ja, für die dritte Runde habe ich weniger Spielsteine, Aktionssteine zur Verfügung, sodass sich das Ganze auch knackig in einer Stunde spielt. Und das war ein Überblick wirklich auf die Schnelle, weil es ist gar nicht so schwer. Das meiste erklärt sich spielerisch. Und wenn ihr wirklich mal ein Problem habt, es gibt hier eine Anleitung. Ja, da steht alles drin. Es gibt hier eine Schnellübersicht mit Anhang und es gibt hier eine separate Anleitung für das Solo-Spiel. So, ich habe am Anfang gesagt, ich zeige euch natürlich noch ein paar Gameplay-Sequenzen, genau die folgen an dieser Stelle. Ich habe hier am Anfang 2 Bonuskarten und habe 5 Vogelkarten. Ja, jetzt muss ich mich zuerst einmal entscheiden, und das mache ich parallel, welche Bonuskarten ich behalte. Und hier seht ihr, und da merkt man auch, dass die Autorin da sehr starken Bezug hat zu diesem Spiel, wird auch in der Anleitung angegeben. Das heißt, ihr seht hier, Vögel mit dieser Fähigkeit bringen wir am Schluss die Punkte, und Vögel mit dieser Fähigkeit bringen mir abhängig von der Anzahl auch Punkte. Was auch toll ist, hier sieht man, zu wie viel Prozent das bei den Karten dann vorkommt. Das ist übrigens auch toll gelöst. Und jetzt habe ich noch meine Vögel auf der Hand. Und jetzt zeige ich euch das nachher, oder ich zeige euch jetzt, weil ich vorher ein bisschen schnell war. Ihr seht hier oben den Landschaftstyp.
Da legt ihr die Karte an. Da müsst ihr es anlegen, je nachdem habt ihr eine Auswahl. Hier seht ihr, mit was die ja angelockt werden, damit ich sie überhaupt auf mein Tableau platzieren kann. Hier seht ihr, wie viele Siegpunkte es am Schluss für den Vogel gibt. Hier seht ihr quasi eine Nestart hier angegeben. Stern bedeutet übrigens Joker, ist also nicht ein separates Nest, sondern ist ein Joker. Und hier sieht man auch, wie viele Eier der Vogel auf seiner Karte platzieren kann. Je nachdem gibt es hier Aktivierungen. Es gibt auch welche, die dann zum Tragen kommen, wenn man den Vogel einsetzt. Und hier auf der Seite sieht man die Spannweite, weil manche Vögel, ja in dem Fall wie Bussard etc., die sind natürlich durchaus auf Jagd nach anderen Vögeln. Und dann hängt es davon ab, wie die Spannweite ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Hier seht ihr die Aktivierungen und hier unten seht ihr auch in dem Fall, auf welchem Kontinent, das Ganze sind ja Vögel aus dem amerikanischen Bereich, 170 Stück glaube ich insgesamt, wo die beherbergt sind, also noch ein paar Infos. So, jetzt muss ich mir einfach nur eine Karte aussuchen und ich nehme jetzt einfach mal die hier. Ich habe natürlich jetzt vorhin ganz kurz schon geguckt, das heißt, diese Bonuskarte nehme ich. Wir spielen das Ganze zu zweit, das heißt, ich werde jetzt meine Züge euch zeigen, dann ist der Andreas dran und so spielen wir das Ganze. So, und jetzt kommt es aber noch, ich muss mich ja noch für Vögel entscheiden. Ich kann natürlich jetzt sagen, oh komm, ich behalte alle fünf. Nein, das ist natürlich nicht. Jetzt überlege ich natürlich noch, was ich nehme. Und ihr solltet im ersten Zug oder je nachdem, es spielt gerne jeder anders, auch Vögel nehmen, die ihr auch ausspielen könnt. Also ihr benötigt das entsprechende Futter. Und ich sage einfach mal, ich gebe jetzt die vier ab, dann kann ich es euch nachher auch zeigen und muss also dadurch nur ein Futtermarker abgeben, weil ich eine Karte behalten habe. Und ich gebe natürlich jetzt keinen Futtermarker ab, der hier abgebildet ist. Also hier heißt ja einen von beiden ausspielen. Aber ich gebe jetzt einfach mal diesen Futtermarker ab und habe dann sozusagen meine zwei Karten auf der Hand. Andreas hat das auch gemacht. Der hat in dem Fall zwei Vogelkarten behalten, eine Bonuskarte. Die Bonuskarte könnt ihr auf die Seite legen und ja, die Karte nehmt ihr dann einfach auf die Hand. Ich habe gesagt, meine Marker lege ich auf die Seite und frecherweise bin ich Startspieler. Der geht immer nach der Runde an den Spieler immer weiter und damit können wir auch schon anfangen. Das heißt, ihr wisst jetzt hier, was die Option dann ist und da habe ich einfach gedacht, komm, ich spiele schon ein bisschen drauf und damit fange ich auch an mit meinem Zug. Das heißt, ich nehme jetzt einen meiner Steine und habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt meinen Vogel ausspielen, dann lege ich das hier drauf. Ich kann auch hier drauf gehen, um mir ein Futter zu nehmen. Ich kann auch hier drauf gehen, naja, Eier legen, wo soll ich denn die Eier hinlegen? Macht also gar keinen Sinn. Ich kann aber auch sagen, ich ziehe weitere Vogelkarten. Also habe ich jetzt durchaus schon ein paar Optionen loszuspielen und ich würde einfach mal sagen, ich gehe auf Vogelkarte ziehen. Der eine oder andere hat gedacht, ich spiele es jetzt aus. Nein, ich zieht die Karte, nimmt sie dann auf die Hand und hier merkt man teilweise, steht auch drauf, beim Ausspielen müsst ihr das beachten. So, das habe ich gemacht. Ich habe also eine Karte genommen und dann kommt die auf die Seite und dann wird am Ende meines Zuges eine Karte bzw. Karten wieder nachgefüllt. Übrigens, denkt dran, am Rundenende werden alle Karten, drei Karten entfernt, die kommen also raus und das war mein Zug. Andreas hat eine Karte ausgespielt, man sieht es jetzt nicht, er hat einen Vogel platziert, das mache ich jetzt übrigens auch. Erst einmal muss ich aber einen Stein hier drauf setzen, wo ich dann ausspielen will. Und zwar natürlich hier in dem Bereich, da ist ja alles frei. Und ich spiele jetzt den Vogel aus und bezahle jetzt hier das Futter. Das heißt, das Futterblättchen gebe ich ab. Und das war mein ganzer Zug. Und hier steht übrigens drauf, bei Aktivierung erhalte so ein Getreide, so ein Korn aus dem Vorrat und lagere es auf dieser Karte. Heißt, wenn ich hier nachher drauf sitze und diese Karte aktiviere, bekomme ich immer das entsprechende Plättchen, was ich hier dann drauflege, weil das gibt ja auch Punkte. Und das war, wie gesagt, mein Zug. So, Andreas hat schon wieder eine zweite Karte ausgespielt. Das heißt, er setzt mich schon wieder unter Druck, aber ich sammle lieber noch ein paar Vögelchen hier. Also meinen zweiten und ich nehme mir die Karte. Die ist zwar recht teuer, deswegen nehme ich doch lieber die hier, weil man muss natürlich auch das Futter besitzen und die vier Runden, die sind natürlich auch schnell vorbei. Das heißt, ich habe mir eine Karte genommen und setze den Stein auch drauf und dann wird wieder nachgefüllt. Man spielt natürlich schon ein bisschen nach der Runde, was es an Punkte gibt. Man schaut allerdings auch hier ein bisschen drauf, damit man auch die Punkte am Ende bekommen kann. Viele gehen natürlich auch auf Eier und platzieren die drauf, weil jedes Ei bringt ja auch nochmal einen Punkt. Aber da habt ihr auf jeden Fall durchaus einige Möglichkeiten hier zu agieren.
Andreas hat Eier gelegt. Nein, seine Vögel haben natürlich Eier gelegt in dem Fall. Er hat zwei bekommen. Er hat da seine Aktivierung ausgewählt und das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich möchte jetzt auch ein bisschen was davon haben. Das heißt, ich gehe allerdings auf Futter erhalten. Das heißt, ich hole mir jetzt ein Futter und ich schaue natürlich, was ich an Karten auf der Hand habe. Nehme jetzt hier diesen Stein heraus und nehme mir hier das entsprechende Plättchen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe mit dem Stein wieder eins weiter. Bei Aktivierung erhalte so ein Korn aus dem Vorrat und lege jetzt auf die Karte. Und das mache ich jetzt und es bleibt auch drauf. Und dann kommt der Stein rüber. Übrigens, das dürft ihr natürlich nicht verwenden, um Vögel hier in dem Fall auf euren Landschaftstableau dann anzulegen. Mit meiner fünften Aktion, in dem Fall mit meinem fünften Stein, da gehe ich einfach mal hier auf das Eierfeld, nehme zwei Eier, was für eine langweilige Aktion, und lege sie einfach auf ein oder mehrere Vögel. Je nachdem müsst ihr schauen, je nach Bedingung, wo ihr sie platziert, aber ich habe ja nachher noch was vor, das möchte ich euch nämlich zeigen. Und genau deswegen gehe ich hier auf dieses Feld, weil ich brauche nachher natürlich Eier. Und das war auch schon wieder meine Aktion und damit geht es schon wieder weiter. So, bei mir sieht es noch recht mau aus, nur ein Vogel bisher. Der Andreas hat schon drei auf seinem Tableau und das muss ich jetzt auch unbedingt ändern, weil ich habe ja auch nur noch drei Steine, also drei Aktionen mache ich und ich möchte jetzt einen Vogel ausspielen. Und dann spiele ich einfach mal den Vogel hier aus und zwar den Grashammer hier. Das heißt, da lege ich ein Plättchen ab. Und der hat hier eine Besonderheit. Und zwar beim Ausspielen, spiele einen zweiten Vogel in diesem Landschaftsbereich aus, bezahle seine normalen Kosten. Ich kann also sofort nochmal einen Vogel ausspielen, bezahle die Kosten und jetzt denkt dran, Zusatzkosten beachten. Das heißt, deswegen muss ich ein Ei abgeben. Und genau deswegen habe ich vorher die Option gehabt, dass ich oder zur Option genommen, Eier hier in dem Fall zu platzieren, weil genau das Ei brauche ich jetzt, um diese Aktion auszuführen. Habe also einen zugleich zwei Vögel hierhin. Und hier heißt bei Aktivierung, lege ein Ei auf einen beliebigen Vogel. Also wenn ich nachher hier Eier hole, dann geht es hier weiter. Wobei das hat keine Geltung mehr, weil hier habe ich ja schon das beim Ausspielen genutzt. Dann bin ich wieder am Zug. Zwei Aktionen in Runde 1 habe ich noch und ich nehme mir wieder eine Vogelkarte. Und ja, der schaut mich direkt gleich an. Den nehme ich natürlich gern. Ein Rabengeier. Den kann ich nachher gleich so anlegen. Der kommt also quasi automatisch. Der hat auch eine Besonderheit. Einmal zwischen deinen Zügen ist der Vogel eines Mitspielers hier bei diesem Symbol erfolgreich. Erhalte ein Futterplättchen aus dem Vogelhäuschen. Und deswegen, was auch die Interaktion angeht, ist das etwas, je nach Karte, ist durchaus dabei, sodass man auch bei dem Mitspieler ein bisschen schauen muss. Und dann geht auch dieser Stein zurück und eine weitere Karte wird ausgelegt. So, meine letzte Aktion. In dem Fall will ich natürlich den Geier ausspielen. Das heißt, ich lege das hier drauf, muss ein Ei natürlich abgeben, wird ja auch gefordert, und lege den Geier jetzt einfach kostenlos so aus. Das war in dem Fall meine Aktion. Andreas führt seine Aktion noch aus und dann zeigen wir euch noch die Wertung zur Runde 1. Und wieder spielen wir ganz anders, zumindest ich wieder ganz anders, je nach Karten natürlich. Jetzt geht es um Runde 1 und zwar die meisten Vögel hier in diesem Waldbereich. Ich habe zwei, ihr seht es nicht, Andreas hat in seinem letzten Zug auch noch seinen zweiten gespielt. Und das heißt, jeder hat quasi die meisten. Das heißt, wir setzen beide auf den ersten Platz hier in dem Fall, weil wir hier das erfüllt haben. Wenn ihr die Rückseite spielt, zeige ich ganz kurz nochmal, wenn wir schon dabei sind, dann habt ihr hier quasi die Punkte. Das heißt, je nachdem, wie viel ihr habt, bekommt ihr die Punkte. Also hier ist natürlich ein bisschen mehr drauf bedacht, dass man auf seine Mitspieler schaut, um sich den Rang abzulaufen. Aber ihr habt gesehen, der Marker wird hier drauf platziert. Hätte er zum Beispiel nur einen gehabt, dann würde er hier auf den zweiten Platz sitzen. Aber jetzt haben wir jeweils beide vier Punkte. Übrigens bei mehr Spielern, dann werden die Punkte geteilt bei Gleichstand. Aber hier zu zweit ist gar kein Problem. Jeder hat quasi seine vier Punkte, was hier dann angegeben ist. Braucht man jetzt also quasi gar nicht teilen, was das Spiel zu zweit angeht. Aber ein Stein weniger. Und damit kommen wir in Runde 2. Die zeige ich euch jetzt aber auch nicht. Auch die Runde 3 nicht. Ich würde eher sagen, wir schauen nochmal auf das Rundenende mit Runde 4, wenn hier viel mehr Vögel ausliegen. Und dann sieht man wahrscheinlich etwas mehr. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Infos.
Und damit sind wir bei der letzten Runde, beziehungsweise ich zeige euch, wie das Ergebnis der letzten Runde ausgegangen ist und somit das Ende des Spiels eingeläutet wurde. Man sieht jetzt hier mein Tableau, es heißt diese typische Eierstrategie, die übrigens hier natürlich richtig viele Punkte abwirft, aber zum Sieg gar nicht gereicht hat. Aber man sieht jetzt hier, was hier platziert wurde, in welchen Kombinationen da möglich sind. Das heißt, da habe ich noch einiges an Futter erhalten. Ganz cool war hier, das heißt, ich durfte immer die Würfel, die nicht im Vögelhäuschen sind, werfen und wurde da Maus-Symbol gewürfelt. Da habe ich so ein Symbol dann drauf bekommen. Die zwei Karten waren auch ganz cool, weil ich konnte hier Eier auf die Vögel legen, aber ich habe zu wenig Vögel gehabt, um noch mehr Eier hier auf Vögel zu platzieren. So, und damit schauen wir uns mal die Wertung an. In dem Fall bekomme ich Punkte für die einzelnen Vögel. Das heißt, er wurdiert jetzt einfach die Siegpunkte, die jetzt drauf sind. Bei mir sind es 28 Punkte. Dann schaut ihr euch hier die Bonuskarten an. Ja, da lief es gar nicht gut, weil da hätte ich gewisse Handkarten gebraucht auf der Hand. Aber weil hier unten frei ist, kam ich nie so viele Karten. Ich habe sie immer ausgespielt und die Nester lagen nicht hier, beziehungsweise hier habe ich auch nicht passend gezogen, um hier Punkte zu machen. Also habe ich noch nie erlebt. Bonuspunkte in dem Fall 0. Die Rundenziele, da addiert ihr einfach hier diese Punkte, die ihr hier habt. Bei Gleichstand addiert ihr den nächsten Platz, die Summe. Das wird dann geteilt und abgerundet. Da bekommt man dann hier die Punkte. Dann zählt ihr die Eier, also relativ einfach. Jedes Ei ein Punkt. Bei mir 24, beim Andreas übrigens 23. Gelagertes Futter, habe ich ja gesagt, was hier drauf liegt, werden die Punkte gezählt. Und Karten unter Vögeln, also Bussard etc., die auf Jagd gehen, da habe ich jetzt keine gehabt. Und so waren es bei mir insgesamt 72 Punkte. Das war schon mehr. Also das ist schon ein solides Ergebnis, aber bei weitem ausbaufähig. Und beim Andreas waren es 88 Punkte. Er hatte schon bei weitem auch mehr gehabt, also da ist schon einiges möglich. Ja, das waren in dem Fall die Abrechnungen. Man hat ja gesehen, das war über die 4 Runden. Das heißt, den letzten Stein, den haben wir noch hier eingesetzt. Und das war in dem Fall das ganze Spiel. So, und wer jetzt noch mehr über das Spiel bzw. über das Fazit hören will, der schaut jetzt quasi in den zweiten Teil rein, weil den stelle ich jetzt separat als Video vor. Sonst würde dieses Video wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.